Ja, es ist 17.15 Uhr und damit herzlich willkommen zum heutigen Kolloquium der ETH Bibliothek. Unser Thema heute: künstliche Intelligenz und digitale Kuratierung und natürlich die damit einhergehenden Chancen und Risiken für Bibliotheken. Mein Name ist Raimund Grenacher, ich übernehme für das OK heute die Moderation. Mit mir anwesend ist auch Christiane Sibylle. Sie wird die online eingehenden Fragen sammeln und bündeln. Und damit auch schon zu unserem heutigen Gast. Clemens Neudecker ist Referent für Forschung an der Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz. Sein Interesse gilt vorwiegend dem computerbasierten Lesen oder Auslesen von Texten und Bildern, unter anderem im langjährigen Projekt Curator, wenn ich es richtig ausspreche. Und zuletzt mit dem neuen Projekt Mensch-Maschine-Kultur, in dem die Zielsetzungen verschiedener Teilprojekte jeweils mit den dafür geeigneten Verfahren der künstlichen Intelligenz kombiniert werden. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Vielleicht noch so viel. Fragen können Sie natürlich am Ende des Vortrags in der Diskussionsrunde gerne stellen oder beim abschließenden Apero. Für die, die heute online dabei sind, sie können schon während dem Vortrag über die Chatfunktion ihre Fragen eingeben. Ja, damit übergebe ich gerne an dich. Ja, vielen Dank. Also zuerst mal für die Einladung und für die nette Einführung. Freue mich sehr, heute da zu sein und ich verliere noch kurz gleich zwei Worte zum Titel. Also steht zwar hier künstliche Intelligenz, ich benutze aber tatsächlich diesen Begriff gar nicht so gerne, weil er, glaube ich, auch ein bisschen oft falsche Erwartungen weckt, ein bisschen Propagandabegriff ist, sprich eher von maschinellem Lernen. Was digitale Kuratierung ist, bei Kuratierung, da denkt man natürlich auch eher so an die klassischen Aufgaben der Kuratierung. Das Ganze ist mehr oder weniger aus dem Projekt Kontext heraus entstanden und ich werde dann noch eben gleich ein bisschen da was zu sagen, was wir da uns drunter vorstellen. Genau, aber erstmal noch mal kurz ein bisschen, wo ich herkomme. Das ist eben die Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz. Wie schon gesagt wurde, ist nämlich ein bisschen ein sonderbares Konstrukt. Gegründet wurden wir schon relativ früh, 1661. Und es ist eben auch mit der deutschen Geschichte verbunden und speziell natürlich der Geschichte in Berlin. Eine Bibliothek in zwei Häusern, also die ehemalige Stabi West in der Potsdamer Straße. Die sehen Sie hier unten von oben, den Bau von Hans Scharoun aus den 60ern und 70ern. Und die alte ehemalige, ehrwürdige königliche preußische Bibliothek unter den Linden, die Stabi Ost, die sozusagen damals im ehemaligen Bereich der DDR war. Und das Ganze wird eben auch so fortgeführt, dass der historische Bestand bis 1900 in dem Haus unter den Linden ist, das jetzt nach 15 Jahren Generalsanierung letztes Jahr wieder eröffnet wurde und die sozusagen neueren Werke dann ab dem 20. Jahrhundert in der Stabi Potsdamer Platz. Genau, das Ganze auch noch kurz ist eben Teil eines größeren Konglomerats. Ich höre auch immer wieder, es ist so die größte Kulturorganisation, Kulturstiftung in Europa, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sozusagen das kulturelle Erbe des Staates Preußen verwaltet und erschließt. Da gehören die ganzen staatlichen Museen in Berlin dazu. Also wer schon mal da war, eine Museumsinsel, Bode-Museum, Pergamon-Museum, Neues Museum und dergleichen. Wir haben aber auch ein Archiv, nämlich das Geheime Staatsarchiv des Staats Preußen, das Iberoamerikanische Institut, das Staatliche Institut für Musikforschung. Also viele, viele Einrichtungen unter einem Hut. Wir betreiben auch ein eigenes Digitalisierungszentrum seit 2007, wo wir so rund 200.000 Werke bisher digitalisiert haben. Das Schöne ist, wir stellen wirklich den absoluten Mehrzahl, die Mehrheit davon unter Public Domain, also gemeinfrei, zur Verfügung in der vollen Auflösung. Seit ein paar Jahren haben wir auch ein Bibliothekslab, das SBB-Lab, was wir nutzen als Kreativraum, bisher hauptsächlich virtuell, um da Veranstaltungen durchzuführen. Wir hatten aber auch schon Hackathons vor Ort vor Corona. Und da dokumentieren wir zum Beispiel Schnittstellen für unsere Daten, zeigen Prototypen, die Dritte mit unseren Daten entwickeln. Und
Insgesamt haben wir doch, weil wir auch mehrere Fachinformationsdienste, so nennt sich das in Deutschland, für die Wissenschaft betreiben, wo wir speziell für wissenschaftliche Disziplinen Daten sammeln und bereitstellen, die ganz erheblichen 2,5 Petabyte an digitalen Daten in unseren Repositorien. Und was aber sozusagen im Großteil noch nicht so gut erschlossen ist, ungefähr 20% der Digitalisate haben bisher nur Volltexte. Genau, also was sind dann digitale Kuratierungstechnologien? Das Ganze kam auf in einem Projekt, was ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehe. Curator war tatsächlich noch aus dem Zeitraum, als quasi speziell für Ostdeutschland Wirtschaftsförderung angesagt war. Und als letztes Projekt in diesem Förderprogramm wurden wir da gefördert mit mehreren Partnern, um ein Kompetenzzentrum in Berlin-Brandenburg aufzubauen für eben digitale Kuratierungstechnologien. Und dabei ist ganz allgemein gemeint alles, was das Sammeln, Sichten, Verarbeiten, Analysieren von digitalen Dateninhalten, also Content, beinhaltet in verschiedenen medialen Formen. Und wir waren da eben auch als Bibliothek mit dabei. Und unsere Ziele sind hier eben zum einen die Durchsuchbarkeit unserer digitalen Daten, und zwar eben sowohl auf Textebene als auch auf bildlicher Ebene. Dann die Strukturierung der Inhalte, also einfach nicht nur unstrukturierten Text, sondern zum Beispiel in den Texten bestimmte Dinge noch zusätzlich zu erkennen und zu erschließen. Und das Ganze natürlich dann auch maschinenlesbar über entsprechende Schnittstellen oder als Datensets für die Nutzung in der Wissenschaft und Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. In dem Projekt haben wir dann eben vor allem die Bereiche, die hier genannt sind, uns näher angeguckt, vor allem eher forschungsbezogen. Und genau, da werden wir jetzt im Einzelnen drauf eingehen, und in fast allen diesen Bereichen hatten wir eben die Möglichkeit, hier mit Machine Learning Technologien zu arbeiten und uns dabei so ein bisschen Kompetenzen anzueignen und auch, denke, ganz gute Ergebnisse zu erzeugen. Genau, das noch ein bisschen kurz zum Überblick eben zu diesem Curator-Projekt, was für uns so eigentlich der richtige große Startpunkt war, so um mit Machine Learning anzufangen. Ich glaube, wir haben die Beantragung angefangen 2016, es war relativ umständlich, und Ende 2018 ging es dann los für 3 Jahre. Wir waren hier 6 KMUs, das steht also für kleine mittelständische Unternehmen. Da sieht man schon, dass das Ganze eben ursprünglich ein Wirtschaftsförderungsprogramm war. Fraunhofer Focus, ein Forschungsinstitut, Deutsches Forschungszentrum Künstliche Intelligenz. Für uns auch ganz interessant, dass Wikimedia mit dabei war, mit dem Wikidata-Datenbestand. Und ja, wir sind dann so noch mit reingerutscht. Das Projekt hat insgesamt 10 Teilprojekte, und wir waren eben für dieses Teilprojekt Kuratierungstechnologien für das digitale kulturelle Erbe zuständig. Und ja, sind doch glücklicherweise für uns die Möglichkeit da gewesen, qua Finanzierung hier 3 KollegInnen für 3 Jahre in Vollzeit als Machine Learning Engineers anzustellen. Hier noch die Links zu den entsprechenden Ergebnissen. Also das Schöne ist, dass wir in dem Fall als öffentliche Einrichtung die Ergebnisse sozusagen komplett frei zur Verfügung stellen. Das heißt, sämtliche Software, die wir entwickelt haben, finden Sie über GitHub als Open Source. Die entsprechenden trainierten Machine Learning Modelle auch unter den entsprechenden Links, aber auch die Ausgangsdaten, die wir genutzt haben, um diese Modelle zu trainieren. Eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Publikationen, und wenn Sie sich bloß einen Link merken wollen, dann ist das der ganz unten. Da ist das alles nochmal mit entsprechenden Demonstratoren auch zusammengefasst. Genau, jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die verschiedenen Arbeitsschritte und Technologien ein, die wir da erarbeitet haben. Und die erste Feststellung eigentlich schon während der Projektplanung war, wir müssen viel besser verstehen, was wir eigentlich an Daten haben. Also um dann gezielt zum Beispiel Trainingsdaten für Machine Learning bereitzustellen, müssen wir die Charakteristika der Daten kennen. Wir müssen also wissen, was haben wir da alles für unterschiedliche Arten von Dokumenten, von Inhalten, um daraus dann gezielt Datensets zusammenzustellen und zu kuratieren. Dafür haben wir ein Tool entwickelt, was dann ermöglicht, verschiedene klassische bibliothekarische Formate, wie eben hier Metz, Mods oder Alto für Volltexte, auszulesen, XML-Formate, aber auch zum Teil neue Merkmale aus den Scans zum Beispiel zu extrahieren und die alle in ein für Machine Learning-Zwecke geeignetes Format zu übertragen. Also das ist dieser Python Pandas Data Frame,
mit dem dann die Entwickler gerne arbeiten und mit dem wir zum Beispiel auch so Jupyter-Notebooks relativ schnell erstellen können, mit denen man dann explorativ und interaktiv mit diesen Daten ein bisschen sich vorantasten kann. Genau, dann kommen wir so zum ersten Arbeitsschritt. Also wir folgen hier sozusagen ganz klar eben der Digitalisierung und was die Ausgangsdaten, mit denen wir arbeiten, sind überwiegend eben Scans, das heißt einfach Fotos von den Buchseiten, die sonst noch nicht weiter erschlossen sind, vielleicht mit ein paar Metadaten aus dem Katalog, aber ansonsten inhaltlich noch nicht erschlossen. Und tatsächlich, ich mache das jetzt auch schon seit knapp 19 Jahren mit der Texterkennung, habe mir gedacht, dass irgendwann ist das mal vorbei, aber es ist immer noch so, dass die Algorithmen eigentlich davon profitieren, wenn sozusagen die Bilder für die Verarbeitung nicht als das, was dann letztendlich in der digitalen Präsentation landet, in so ein Schwarz-Weiß-Format übertragen werden, also binarisiert. Das heißt, es nur noch schwarze und weiße Pixel enthalten sind. Das hat durchaus Vorteile, wenn man eben sieht hier, wenn von der gegenüberliegenden Buchseite zum Beispiel was durchscheint beim Scannen oder einfach die Tinte durchgesickert ist, wie in dem anderen Beispiel, hier eben den Vordergrund, den man wirklich erkennen will, den man verarbeiten will, deutlich abzutrennen von dem Hintergrund, von dem Papier. Dafür haben wir also so einen klassischen Machine Learning Ansatz genommen, einen Convolutional Neural Network, und haben dann festgestellt, in dem Bereich geht es ja so schnell, das Projekt war 2 Jahre in der Beantragung, 3 in der Durchführung, in der Zwischenzeit kamen dann wieder neue Architekturen für Machine Learning auf, jetzt die Transformer-Architekturen, der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal BERT gehört, das war so der große Durchbruch von Google, dieses Machine Learning-Modell als Transformer-Architektur. Und während die ursprünglich eigentlich eher für große Textdaten und Sprachdaten gedacht waren, sind die mittlerweile eben auch durchaus nutzbar für die Bildverarbeitung. Und da haben wir sozusagen jetzt mittlerweile ein hybrides Modell aufgebaut, was hier beide sozusagen neuronale Netzwerkarchitekturen zusammen kombiniert. Und ja, nehmen damit auch an wissenschaftlichen Wettbewerben teil mit dieser Methode, wo wir aktuell in dem letzten Test sogar als beste Methode abgeschlossen haben. Genau. Der zweite Schritt dann in der Verarbeitung von den Bildern und eigentlich der, wo am meisten Arbeit noch zu tun ist, gerade bei den historischen Dokumenten oder auch vor allem bei Zeitungen, die bei uns auch ein ganz wichtiges Segment darstellen, ist die Layout-Erkennung. Also bevor ich überhaupt mich daran wagen kann, den Text auszulesen, muss ich erstmal mit einem Verfahren feststellen, was für unterschiedliche Elemente gibt es auf der Seite. Wo befindet sich Text? Wo befindet sich vielleicht eine Grafik? Wo befindet sich eine Tabelle? Wo befinden sich dann auch unterschiedliche Klassen von Text, wie eine Fußnote, eine Überschrift? Und wie kann ich die sozusagen entsprechend erkennen und klassifizieren? Und das Ganze funktioniert so, wenn wir hier links mal eben dieses Ausgangsbild sehen, dann sehen wir hier das Ergebnis von diesem Machine Learning Modell. Hier benutzen wir also auch so ein klassisches Convolutional Neural Network, das ResNet Unit, haben das aber auch mittlerweile mit einem Transformer noch erweitert. Und das sieht sozusagen dieses Bild als Pixel und versucht für jedes einzelne Pixel festzulegen, zu welcher Klasse gehört dieses Pixel. Eben, ob es hier ein Bild ist, eben in grün, ein Separator in gelb, Fließtext in blau und dann eine Überschrift in diesem helleren Blau und daraus sozusagen größere Pixelhaufen zu bilden, die immer zusammenzufügen und dann entsprechend solche Segmente zu bilden. Wenn man dann diese Regionen erkannt hat, dann werden die wieder unterschiedlichen Verarbeitungsschritten zugeführt. Also das heißt, die Textregionen werden dann in einem zweiten Schritt weiterverarbeitet und dann aus jedem Text, das ist hier, glaube ich, nicht so richtig gut erkennbar, aber nochmal die einzelnen Zeilen zu extrahieren. Dann die Textverarbeitung, die arbeitet dann eigentlich heutzutage nur noch mit Zeilen, mit einzelnen Zeilen. Nicht mehr mit dem ganzen Textblock, sondern mit einer einzelnen Zeile. Deshalb ist es unheimlich wichtig, gerade bei kleinen gedruckten Artikeln hier, wie in den Zeitungen, dass jede einzelne Zeile wirklich vorher im Schritt der Layout-Erkennung separiert wird. Aber wir haben dann eben auch zum Beispiel hier ein grafisches Element erkannt, hier diesen Kopf, und den führen wir dann eben einem anderen Verfahren zu. Das läuft dann in eine Bildähnlichkeitssuche. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Ganz wichtig sind eben auch hier die Überschriften und die Separatoren, um die zu erkennen, weil wir dann mit Heuristiken die Lesereihenfolge versuchen festzulegen. Das kommt dann so raus, wie das hier rechts in diesem Beispiel mit diesen roten Pfeilen dargestellt ist. Es ist nämlich so, gerade bei mehrspaltigen Dokumenten, bei Marginalien, bei Zeitungen,
es ist unheimlich wichtig, eben den Text auch in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben. Es bringt mir überhaupt nichts, was teilweise vorkommt, dass ich hier jeden einzelnen Buchstaben richtig erkenne, aber ich erkenne hier zum Beispiel eine Zeile, übersehe diesen Separator und erkenne als Fortsetzung die nächste Zeile aus dem anderen Artikel. Dann kann ich mit Methoden der Sprachanalyse, der Sprachverarbeitung eigentlich nichts mehr mit den Daten anfangen, weil der Inhalt sozusagen zerstört ist. Genau, ich habe schon gesagt, so ein bisschen ein Abfallprodukt oder ja nicht ganz so despektierlich ein Nebenprodukt dieser Layout-Erkennung ist, dass wir Informationen bekommen, an welcher Stelle im Bild sich eben auch Grafiken, Abbildungen befinden. Die können wir dann anhand der Pixelkoordinaten ausschneiden und wir fügen die hier eben auch wieder einem Machine Learning-Verfahren zu. Wir bedienen uns hier aktuell noch dem Google-Net Inception, ein von Google auf Webdaten basiertes Bildklassifikationsnetz. Das stellen wir aber auch gerade um. Wir benutzen dazu noch YOLO. Das ist nicht You Only Live Once, sondern, kommt gerade nicht drauf, wie das Akronym tatsächlich aufgelöst ist. In dem Fall ist es ein Objekterkennungs-Machine-Learning-Modell. Und das erlaubt uns eben, das sehen Sie hier vielleicht so ein bisschen, dann innerhalb der ausgeschnittenen Bildern aus dem Digitalisat auch nochmal einzelne Segmente oder Objekte zu unterscheiden. Und so kann man dann eben sozusagen so ein Bild auswählen oder auch draufklicken oder auch von irgendwo aus dem Internet eins hochladen und findet dann in unserem gesamten Bestand ähnliche Bilder, wie hier in dem Beispiel eben zu sehen. Wir sind im nächsten Projekt, das wir gerade beginnen, auch jetzt dabei, das Ganze noch mit der textuellen Dimension zu verknüpfen, sodass man also zum Beispiel auch einfach einen Text eingeben kann, Bild eines Mann mit Mütze und kriegt dann sozusagen auch entsprechende Bilddaten geliefert, so dass diese beiden Dimensionen letztendlich beide als Vektoren in einem mehrdimensionalen Vektorraum vorliegen und dann wird einfach geguckt, wie nahe liegen diese Vektoren voneinander entfernt. Und es spielt in dem Moment eigentlich keine Rolle mehr, ob die Ausgangsdaten dann Bild oder Text waren. Genau, aber sozusagen der Hauptgrund, warum wir das eigentlich alles gemacht haben, ist, wie eingangs gesagt, dass wir immer noch für zu wenig unserer Daten tatsächlich Texte haben, Volltexte. Und auch da, wo wir sie haben, hatten wir sie bisher oft nur in einer relativ unzufriedenstellenden Qualität. Also wir haben in der Vergangenheit hier zum Beispiel diese Zeitungen digitalisiert und haben da mit, sag ich mal, ja, kommerziellen Standard-Tools gearbeitet und haben da so eine Fehlerrate von ungefähr 70-80% Genauigkeit, also 20-30% der Wörter in dem Fall, wurden tatsächlich falsch erkannt. Und wir haben hier eben mittlerweile auch umgestellt auf Machine Learning Verfahren. Wir kooperieren da auch mit einem größeren deutschen Projekt, an dem wir auch beteiligt sind, OCAD, wo es speziell darum geht, diese Texterkennungsverfahren für historische Drucke zu verbessern. Und genau, da sehen wir jetzt hier mal für diesen ersten Abschnitt das Ergebnis sozusagen vor dem Projekt und dann rechts nach dem Projekt. Und wir konnten also wirklich hier auch für diese Frakturdrucke, die bisher oft recht schwierig zu erkennen waren, eine sehr, sehr hohe Genauigkeit und eine Reduzierung der Fehler um bis zu 90% erreichen. Was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, zumindest zu erwähnen, ist, dass man hier sieht, dass hier an vielen Stellen diese klassische Problematik, ein langes S, also dieses Schaft-S in der Fraktur, was früher oft als F erkannt wurde, dass wir das hier als S erkennen, aber nicht als das normale S, sondern auch mit dem entsprechenden Unicode-Zeichen als Schaft-S auszeichnen. Das ist ganz wichtig, auch für die wissenschaftlichen Nutzer. Die sollen, geben uns sozusagen immer wieder mit, verändert nicht diesen Text, normalisiert nicht das historische Deutsch oder die historische Schriftweise. Das ist durchaus ganz wichtig, das so zu erhalten, wie das im Original gedruckt erscheint. Und das gelingt so auch ganz gut. Genau, weil immer noch ein paar Probleme in den Volltexten am Ende bleiben, haben wir gedacht, naja, gucken wir doch mal, wie wir die auch noch automatisiert korrigiert bekommen vielleicht. Und haben uns da inspirieren lassen von der maschinellen Übersetzung. Und haben uns gedacht, vielleicht funktioniert das ja, indem wir einfach OCR-Ergebnisse, Texterkennungsergebnisse nehmen. Dann nehmen wir Transkriptionen. Wir haben in Berlin das Deutsche Textarchiv, die haben ungefähr 20.000 Werke aus dem 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert transkribiert. Und dann alinieren wir die miteinander und dann sagen wir dem Computer sozusagen, dem Machine Learning System, jetzt übersetze mir den fehlerhaften OCR-Text in den korrekten transkribierten Text.
tatsächlich haben wir festgestellt, das ist unheimlich schwierig. Also in dem Moment, das funktioniert noch gut, wenn die Fehlerquelle sehr, sehr hoch ist in dem Ausgangstext. In dem Moment, wo, wenn wir in dem vorherigen Beispiel sehen, wenn hier nur noch 1-2% Fehler vorhanden sind, dann tendiert dieses System tatsächlich eher dazu, neue Fehler in den Text reinzufügen, hinzuzufügen. Das schöne Problem, ich habe noch kein englisches Wort dafür, der Verschlimmbesserung. Und wir haben versucht, dem Ganzen so Herr zu werden, dass wir das Ganze als zweistufiges Verfahren aufgebaut haben. Das heißt, wir haben zuerst ein Machine Learning Modell, was einen Satz sich anguckt und versucht vorherzusagen, ob in diesem Satz ein OCR-Fehler, ein Erkennungsfehler vorliegt. Wenn kein OCR-Fehler detektiert wurde, dann wird dieser Satz einfach direkt weitergegeben ins Endergebnis. Wenn das Machine Learning Modell aber sagt, okay, ich glaube, hier ist ein OCR-Fehler und das tut es mit ungefähr 97% Genauigkeit ganz gut, dann wird der entsprechende Satz in unseren Übersetzer sozusagen von fehlerhaft zu korrekt reingefüttert und damit erhöhen wir sozusagen artifiziell den Anteil der Fehler. Und so gelingt es uns dann doch, sag ich mal, noch minimal ungefähr 20% nochmal zusätzlich die Fehlerrate zu reduzieren. Ich würde aber mittlerweile sagen, dass es eher sich lohnt, vom Aufwand in die Optimierung der Texterkennungsmodelle zu investieren, als in diese Nachkorrektur. Das ist eigentlich, sag ich mal, relativ komplex, das so gut hinzuoptimieren, dass es eben nicht verschlimmbessert, sondern immer noch was zur Qualität beiträgt. Und dieser Aufwand ist eigentlich besser investiert an der Stelle davor. Genau, das Ganze kann man dann auch noch evaluieren eben. Da benutzt man auch sogenannte Ground Truth, also das perfekte transkribierte Ergebnis. Da haben wir auch verschiedene Tools und Methoden implementiert, die hier eben darauf basieren, dass hier der Ground Truth hier auf der linken Seite verglichen wird mit dem OCR-Ergebnis auf der rechten Seite. Und es wird dann mit so einem klassischen linguistischen Algorithmus der Levenstein-Distanz eben geguckt, wie viele Editieroperationen, also Löschungen oder Ersetzungen von Zeichen sind notwendig, um von dem OCR-Ergebnis zu dem idealen, perfekten Ergebnis zu kommen. Und ja, da gibt es ein paar Schwierigkeiten, sage ich mal, eben in dem Moment, wo dann dieses Layout nicht passt, was ich eben vorher in der Beispiel der Zeitung gezeigt habe, dann alinieren diese beiden Texte nicht miteinander. Und dann kommt man sehr schnell zu sehr, sehr negativen Ergebnissen, obwohl der Text vielleicht ganz gut erkannt wurde. Da haben wir ein paar Artikel zu veröffentlicht, da ist noch auf jeden Fall, können sich noch gerne ein, zwei PhDs drum bemühen, das Ganze zu lösen. Was wir gemacht haben jetzt, ist zumindest so eine Visualisierung eben, die dann auch ermöglicht sozusagen, wenn man hier über so einen Buchstaben fährt, hier oben sieht man es genau in der ersten Zeile, dann wird es eben aliniert mit dem Original, um so ein bisschen besser das Ganze visuell darstellen und überprüfen zu können. Genau, das Schöne ist, wenn dann die Texte tatsächlich mal vorliegen in der entsprechenden Qualität, dann kann man eben so richtig anfangen, dann diese ganzen Verfahren der maschinellen oder automatisierten Sprachverarbeitung drauf loszulassen. Und eins, so ein relativ, ja, eigentlich für die Sprachwissenschaftler simples, aber für die Bibliotheken doch sehr, sehr nützliches Verfahren ist da die Named Entity Recognition, wo es eben dann darum geht, im Text auszuzeichnen und zu erkennen, was sind zum Beispiel eben klassisch Personen, was sind Orte, was sind Organisationen. Später sollen dann auch noch Dinge hinzukommen, wie zum Beispiel Ereignisse. Das Ganze lässt sich noch beliebig erweitern. Aber der klassische Fall sind diese drei Kategorien. Und wir füttern hier sozusagen eben diese jetzt relativ gut oder sehr gut erkannten OCR-Texte rein, benutzen hier tatsächlich dieses schon erwähnte BERT-Modell von Google und haben das aber nochmal auf unseren Digitalisaten nachtrainiert, sodass dieses Sprachmodell von Google sozusagen auch lernt, historisches Deutsch, historische Texte in ihren Charakteristiken kennenzulernen. Und ja, auch das ist ganz gut gelungen. Wir haben da auch an so einem Wettbewerb teilgenommen, wo wir so am zweiten Platz eigentlich gelandet sind, jetzt in zwei der nachfolgenden Wettbewerben hinter einem System aus Frankreich, womit wir eigentlich sehr zufrieden sind. Und damit können wir eben hier zum Beispiel nochmal an diesem Volltextbeispiel erkennen, hier Ministerpräsident Herriot ist eine Person, Russland ist ein Ort. Die sind jetzt relativ simpel, aber tatsächlich funktioniert das Ganze unglaublich gut. Und wir stellen auch fest, dass dieses BERT-Modell doch auf so vielen Daten trainiert wurde, dass es sehr robust ist. Wir haben also teilweise auch Fälle, wo in einer Entität, zum Beispiel in einem Personennamen, bis zu 3 OCR-Fehler vorkommen. Und trotzdem erkennt das System sozusagen immer noch, dass es sich um die entsprechende Entität handelt.
Was aber dann noch wichtiger ist, ist eigentlich dann auch zu unterscheiden, okay, oft können ja zum Beispiel Personennamen oder auch Ortsnamen mehrdeutig sein. Um welche jeweilige Person oder um welchen Ort handelt es sich denn jetzt wirklich? Und dazu benutzt man diese Ambiguierung. Das heißt, wir machen hier in dem Fall einen Kontextvergleich. Wir haben einfach die Wikipedias genommen von auf Deutsch, Französisch und Englisch, haben die ganzen Wikipedia-Artikel einfach in dieses Machine Learning-System reingepfropft und dann gucken wir uns sozusagen jedes Mal, wenn wir in einem unserer Digitalisate in der Textstelle eine solche Entität gefunden haben, an, wie ist der Kontext dieser Entität, wie ist der Text drumherum, worum geht es da? Und dann vergleichen wir das mit den ganzen Artikeln, die wir aus Wikipedia gelernt haben. Und dann generieren wir daraus sozusagen eine Liste von Kandidaten, wo wir sagen können, okay, mit der und der Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um die jeweilige Person oder den jeweiligen Ort und fügen dann auch wieder ein paar regelbasierte Verfahren hinzu, zum Beispiel sowas wie das Erscheinungsdatum. Also wenn wir wissen, das Dokument ist irgendwie aus dem späten 19. Jahrhundert, dann kann es sich zum Beispiel nicht um eine Person oder sagen wir aus einer Person handeln, die irgendwie erst Anfang des 20. Jahrhunderts geboren wurde. Dadurch können wir das nochmal ein bisschen weiter eingrenzen und kriegen dann eigentlich auch eine relativ gute Qualität dieser Verlinkung hin. Wir verlinken in dem Fall auf Wikidata als Knowledge Base, als Wissensgraph oder System, was den Vorteil hat, dass es einerseits mehrsprachig ist und wir darüber sozusagen auch wieder über diese Identifier von Wikidata Zugriff bekommen auf sehr viele andere Datenquellen, die in Wikidata schon eingepflegt sind. Zum anderen haben wir auch festgestellt, dass die Abdeckung von Wikidata mittlerweile tatsächlich größer ist als die von im Bibliotheksbereich gebräuchlichen vergleichbaren Daten- oder Klassifikationssystemen. Genau. Wie immer bei Machine Learning vergisst man es im Antrag und muss es dann doch wieder machen. Man hat zu wenige Daten oder die Daten, die man hat zum Trainieren, sind nicht gut genug. Also muss man doch nochmal irgendwie Daten korrigieren oder transkribieren. Und da gibt es verschiedenste Tools und Verfahren für. Wir haben wieder mal auch hier das Rad ein bisschen für uns neu erfunden, weil wir wollten was ganz, ganz Simples. Und haben da dieses Tool gebaut, was wir Neat nennen, weil es eigentlich ganz, ganz, ganz nützlich und niedlich ist. Das Ganze funktioniert komplett im Browser. Es ist also eine HTML-Datei. Wir haben das so gemacht, weil auch im Zuge der Pandemie einige von unseren KollegInnen in der Bibliothek ins Homeoffice geschickt wurden und brauchten irgendwie auch eine Aufgabe. Und die hatten vielleicht keine Adminrechte und auf ihrem Rechner und konnten keine Software installieren. Die hatten aber einen Webbrowser. Und haben gesagt, ja gut, dann machen wir das Ganze wirklich als eine rein browserbasierte Anwendung. Das ist eine HTML-Seite mit ein bisschen JavaScript. Die benutzt das IIIF-Framework. Das ist so ein internationaler Standard für Schnittstellen, über das eben Texte und Bilddaten geladen werden können. Und hier wird eben der Volltext eingelesen und dann kann man hier in dem Interface kann man sozusagen dann die entsprechenden Tokens anklicken und festlegen, handelt es sich hier eben um eine Person, um einen Ort. Man kann eine Wikidata-ID eingeben und relativ früh kam dann eben auch der Wunsch, ja, können wir dann das Ganze nicht auch gleich nutzen, um die OCR zu korrigieren. Dann haben wir das eben sozusagen auch noch hinzugefügt mit so einer virtuellen Tastatur, die dann auch die entsprechenden historischen Sonderzeichen mit ihren Unicodes nutzt. Das Ganze ist im Hintergrund einfach ein Tab-Separated-File, was dann sozusagen lokal erzeugt wird. Und über diese IIIF-Image-API können wir dann immer noch die entsprechenden Bildausschnitte auch einblenden, um dann sozusagen beim Tagging oder bei der Transkription zu unterstützen. Genau, das war so das Projekt, was wir gerade abgeschlossen haben. Ich hoffe, ich bin noch einigermaßen in der Zeit. Dann würde ich nämlich jetzt noch mal kurz zu einem neuen Projekt kommen, was wir gerade beginnen. Und während das eben Vorgestellte uns sozusagen ermöglicht hat, diese verschiedenen Machine Learning-Verfahren auszuprobieren in verschiedenen Arbeitsbereichen, haben wir jetzt sozusagen nochmal die Möglichkeit, das Ganze deutlich zu erweitern, auch zu aktualisieren, weil wie gesagt, in 5 Jahren tut sich durchaus einiges in dem Bereich und auch zum Teil neue Arbeitsbereiche noch zu erschließen. Wir haben hier eben auch wieder für 3 Jahre eine Förderung, kriegen 6 Leute dazu, das ist sehr schön. Beziehungsweise insgesamt sogar 8, weil es sind 2 halbe Stellen. Und wir haben hier eben nicht nur die Machine Learning Engineers, sondern wir haben hier auch vorgesehen 2 halbe Stellen sozusagen, die dann wirklich das Bibliothekarische mit einbringen, die Expertise und da auch sozusagen das Bindeglied in unsere Fachabteilung sind.
Und jetzt gehe ich nur noch mal kurz hier auch durch die entsprechenden Teilprojekte. Das ist eben ein relativ umfangreiches Projekt. Deshalb haben wir es in 4 Teilprojekte unterteilt. In dem ersten Teilprojekt gehen wir noch mal sozusagen einen Schritt weiter in dem, was ich gerade gezeigt habe, indem wir diese Verfahren eben der Bildverarbeitung, der Computer Vision, kombinieren mit der Textverarbeitung, dem Natural Language Processing in sogenannten multimodalen Modellen, indem wir eben sozusagen dann auch das Layout mit einbeziehen, um festzustellen, hier handelt es sich um eine Person in dieser Fußnote, das sind andere Personen vielleicht als in der Überschrift und eben diese beiden Dimensionen zusammenzuführen. Wir wollen sozusagen dann auch gucken, dass wir zusätzliche Arten von sowohl Entitäten als auch Layout-Elementen dadurch erkennen können und auch seitenübergreifende Strukturen. Und genau, das Ganze sozusagen auf beiden Ebenen, also wieder auf der Ebene des Layouts und auf der Ebene der Verarbeitung der Texte. Dann haben wir, wie gesagt, schon festgestellt, diese klassischen Verfahren für die Texterkennung, diese Convolutional Neural Networks, die funktionieren zwar gut, aber die Transformer sind mittlerweile eben auch so weit, dass sie für die Bildverarbeitung bessere Ergebnisse zum Teil schon liefern und auch robustere und schnellere Ergebnisse. Das heißt, wir werden hier die entsprechenden Texterkennungsverfahren auch auf diese neue Transformer-Architektur umstellen. Und wir haben eine sehr große Sammlung von asiatischen Materialien. Wir haben einen Fachinformationsdienst CrossAsia. Und hier widmen wir uns dann eben darum, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch zu erkennen und auch die Layout-Analyse dafür anzupassen. Also sprich, von rechts nach links, von unten nach oben und was da so an Besonderheiten vorkommt. Dann haben unheimlich viel Interesse gefunden, sowohl von den wissenschaftlichen NutzerInnen als auch von den KollegInnen in der Bibliothek, diese ganze Verfahren für die Bildsuche und Bilderschließung. Das ist auch irgendwie naheliegend, das ist sehr intuitiv, sofort klar, irgendwie das möchte man haben. Also werden wir hier sozusagen substanziell nochmal rein investieren, das zu verbessern, indem wir nicht mehr nur dieses Google-Modell verwenden, sondern unsere eigenen Modelle aufbauen. Wir haben auch eine Bilddatenbank mit ungefähr, glaube ich, 15 Millionen Bildern, die auch mit Metadaten erschlossen sind, die wir da nutzen wollen. Und wir wollen hier eben auch auf die neuesten Verfahren setzen und hier sozusagen eigene Modelle für diese Daten trainieren. Wir wollen dann gucken, dass wir auch in den Bildern sozusagen nochmal weitergehen, die zu erschließen. Nicht nur hier ist ein Bild und das ist diesem ähnlich, sondern hier ist eine Person oder vielleicht welche Person ist hier. Ist hier eine bestimmte Handlung erkennbar? Also sozusagen zusätzlich wirklich noch detailliertere Bildbeschreibungen generieren. Da haben wir auch gerade in unsere Annotationsumgebung erweitert mit dem Tool, was ein Kollege in Wien entwickelt, Rainer Simon Annotorious. Und genau, und wir haben den KollegInnen sozusagen auch zugesagt, dass wir mindestens 3 Fachanwendungen darauf basierend aufbauen, nämlich für die Stempel und Siegel in unserer Orientabteilung, für Wasserzeichen und dann für Druckermarken in historischen Drucken. Ein Bereich, der in anderen Bibliotheken, zumindest in Deutschland, schon sehr lange mit Machine Learning bearbeitet wird, von der Deutschen Nationalbibliothek oder von der ZBW auch in Hamburg und Kiel, ist sozusagen die Aufgabe, die klassische bibliothekarische Aufgabe der Sacherschließung, also das Vergebens von Schlagworten für hereinkommende Neuerwerbungen oder für Werke mit Machine Learning zu unterstützen. Hier gibt es sozusagen für uns erstmal den Bedarf, zu dem aufzuschließen, was anderswo geleistet wurde. Hier hat vor allem die Nationalbibliothek in Finnland vor einiger Zeit ein cooles Tool entwickelt, ANIF, in das man eben verschiedene Klassifikationssysteme, Katalogdaten nutzen kann, dort Machine Learning Modelle erstellen kann, die dann eben die KollegInnen in der Erschließung unterstützen durch entsprechende Vorschläge. Das Ganze ist erstaunlich komplex. Ich war da erst vor 2 Wochen auf einem Workshop, da hat man festgestellt, im Vergleich zur intellektuellen Erschließung erreicht man mit den besten Systemen aktuell ungefähr so 40-45% mit dem Machine Learning System. Ein ganz großes Problem dabei ist diese Longtail-Problematik, also bestimmte Schlagworte werden einfach von dem maschinellen System unheimlich oft vorgeschlagen und das sind eigentlich oft die allgemeinsten. Und die sehr spezifischen, die man eigentlich möchte in der Erschließung, die kommen auch nur sehr selten vor. Und dementsprechend werden die von dem Machine Learning-System auch nur sehr selten vorgeschlagen. Da gibt es also durchaus auch noch Bedarf zur Weiterentwicklung, zur Zusammenarbeit. Was wir aber auch tun wollen, ist, dass wir die Informationen, die wir eben über die Volltexterstellung und auch über die Named Entity Recognition und das Linking und dann auch die Verknüpfung eben zu Wikidata oder anderen Wissensquellen nutzen, um unsere Suche und Indizierungsprozesse entsprechend
zu erweitern. Und wir bauen hier auch, wie viele Bibliotheken gerade eben, so eine Discovery-Umgebung auf, in die diese ganzen Informationen dann sozusagen auch noch nachgenutzt werden sollen, um relevantere und bessere Treffer zu kriegen. Und speziell für dieses Entity-Linking haben wir auch sozusagen Use Cases im Bereich historische soziale Netzwerkanalyse, was ganz interessant ist, wenn man eben versucht, aus den Metadaten, aus den Volltexten sozusagen historische Facebooks oder historische soziale Netze zu rekonstruieren, die dann entsprechend wieder ausgewertet und analysiert werden können von WissenschaftlerInnen. Und dann noch ein letzter Bereich, der mir besonders am Herzen liegt. Ich habe ursprünglich mal Philosophie studiert und so diese Frage des ethischen Umgangs mit KI, mit Machine Learning und auch mit den Daten und den Biases, die nimmt auch in der Industrie immer mehr an Bedeutung an. Ich weiß nicht, vielleicht hat es jemand auch mitbekommen bei Google, die Leiterin des Ethical AI Labs bei Google, Timnit Gebru, wurde dort sozusagen gefeuert über einen Artikel, den sie veröffentlicht hat, in dem sie sozusagen ein bisschen diesen Machine Learning Modellen vorwirft. Die sind eigentlich wie Papageien, stochastische Papageien, die einfach alles nachplappern, was man ihnen erzählt. Und da gab es einen großen Brain Drain. Viele andere sind dann damals auch von Google weggegangen. Und seitdem ist spätestens diese Problematik wirklich auf dem Tisch, dass sehr oft diese Trainingsdaten, die für KI verwendet werden oder für Machine Learning verwendet werden, eben bestimmte Biases oder einfach Gewichtungen enthalten, teilweise auch nicht gut kuratierte Daten. Da wird einfach aus dem Internet alles abgesaugt, was irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum ist, und dann in so ein Machine Learning Modell reingesteckt. Und das führt dann zu teilweise wirklich kuriosen Ergebnissen. Und hier wollen wir eben sozusagen als Bibliotheken, oder glauben wir, dass wir als Bibliotheken hier einen anderen Anspruch haben und hier vielleicht auch was besser machen können, wenn es darum geht, unsere eigenen Daten entsprechend aufzubereiten und bereitzustellen für Machine Learning. Und das heißt, wir wollen hier eben gucken, einerseits, wie bereiten wir die Daten überhaupt erstmal auf in entsprechenden Formaten. Also wenn Sie hier so einen Machine Learning Engineer irgendwie von der Uni fragen, der kennt diese bibliothekarischen Formate nicht, der möchte auch möglichst nichts mit XML zu tun haben. Also da geht es auch erstmal darum, sozusagen eher die Daten dahin zu bringen, wo die ExpertInnen sind, als umgekehrt. Und dann aber eben wirklich genau auf diese problematischen Aspekte einzugehen. Wir digitalisieren natürlich auch wegen Urheberrecht vor allem historisches Material. Da kann man sich vorstellen, dass da zum Beispiel im 19. Jahrhundert relativ wenige Publikationen von Frauen dabei sind. Oder dass da auch das Frauenbild ein bisschen anderes ist, als was wir heute für richtig halten. Wenn wir solche Daten einfach unreflektiert, unkontextualisiert, unkuratiert in so ein Machine Learning-Verfahren reinstecken, dann verstärken wir damit natürlich entsprechende Vorurteile und Biases nur wieder, die dann vielleicht auf andere Daten angewendet werden. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, hier wollen wir auch gucken, gemeinsam, möglichst kollaborativ natürlich, partizipativ mit der Community, wie können wir hier Empfehlungen aufbauen, wie können wir auch technische Verfahren aufbauen, um so Datensets aus dem Kulturbereich aufzubereiten für Machine Learning und dabei aber speziell eben auch auf diese Problematiken von Bias eingehen und wollen das auch eben an 3 verschiedenen Modalitäten machen, Bilder, Texte und Metadaten. Und genau da, glaube ich, kommt noch mal eine Folie, wo ich das im Prinzip, habe ich das schon so ein bisschen gesagt, also da gibt es hier diesen Artikel, Timnit Gebru, mehrere Artikel, die ich empfehlen kann, unter anderem auch einen, den sie geschrieben hat, aus dem dieses Zitat ist, Lessons from Archives, wo sie sozusagen aus Sicht der großen Tech-Giganten sagt, könnt ihr euch nicht was abgucken bei diesen Bibliotheken und Archiven? Die haben da so Prozesse für Kuratierung und Qualitätssicherung. Ist das nicht vielleicht was auch interessant wäre, sage ich mal, für Machine Learning im Tech-Bereich? Und sie musste dafür sozusagen ihren Hut nehmen, aber vielleicht können wir es ja sozusagen mit dem Mandat der Öffentlichkeit, auch mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit und zur Transparenz sozusagen besser machen. Ein paar Beispiele, die ich hier rausgesucht habe, gibt es vor allem aus dem Bereich der Kunst ganz tolle Projekte, die zeigen, was da für Probleme wirklich in diesen Daten sind. Exposing AI ist eins, Excavating AI, da können Sie zum Beispiel Bilder von sich hochladen und wenn die sozusagen auf Twitter oder Flickr oder irgendwo waren, dann sind die oft Teil eines Machine Learning Datasets, da hat niemand ihre Erlaubnis gefragt. Und die sind teilweise mit absurden Klassifikationen versehen. Da sieht man eine schwangere Frau und dann ist da lazy, overweight.
Das sind die Daten, die Google und Facebook und so in diese Machine Learning Modelle reinstecken. Und das kann man hier zum Beispiel, können Sie Bilder hochladen und feststellen, wurde so ein Bild von mir irgendwo in so einem Modell verwendet und mit welchen Tags. Also auch hier versuchen wir sozusagen es besser zu tun. Wir haben, glaube ich, eben wie gesagt in den Bibliotheken eine andere Vorstellung von Qualität. Wir haben ExpertInnen in den Bereichen. Und kuratieren gehört zu unserer Aufgabe. Warum nicht kuratieren eben auch diese digitalen Daten? Und hier gibt es verschiedene Working Groups auch, wo ich nur zu aufrufen kann, sich da mal einzulesen und einzubringen. Europäisch im Rahmen von Europeana, international bei AI4Lam. Und startet auch nächstes Jahr wieder eine neue Taskforce, wo es darum geht, diesen Ansatz von Timnit Gebru für Datasheets, für Datasets, für digitales Kulturerbe speziell aufzubereiten. Eine Sache, die wir auch machen in dem Projekt, in dem Mensch-Maschine-Kultur, die ich mir jetzt erfreut, eine Studierende der Bibliothekswissenschaft hat angeboten, unsere Arbeit die in der Erschließung mit einer Ethical Foresight Analysis zu begleiten, also hier sozusagen auch entsprechend mit Expertinnen sozusagen das Ganze zu begleiten und zu gucken, inwieweit können wir sozusagen Risiken vorab abschätzen, welche neuen Risiken kommen dazu und wie können wir damit umgehen. Und ja, das Ganze führt dann für mich zum Ende wieder mit Fragen, nämlich was können wir sozusagen als Bibliotheken da leisten, was können wir sozusagen diesem KI-Feld auch vielleicht beitragen, anstatt dass wir nur diese Modelle und Verfahren nachnutzen in Form von Datenbewusstsein, Qualitätsbewusstsein, aber was müssen wir eben auch selbst vielleicht an unserer Praxis der Erschließung, Verschlagwortung, Erschließung und Suche und Aufbereitung der Daten ändern. Wir haben jetzt zwei große Projekte, wo wir die Daten aus der deutschen Kolonialzeit digitalisieren und öffentlich bereitstellen. Wir haben einen Nachlass von Leni Riefenstahl gerade bekommen, den wir digitalisieren und erschließen. Da spielt es natürlich eine ganz wichtige Rolle, hier eben wirklich verantwortungsvoll mit umzugehen und nicht unsere eigenen Biases da sozusagen zu replizieren. Und ja, damit bin ich am Ende und danke sehr für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich möchte natürlich zuerst die Möglichkeit zum Fragen dem Publikum geben. Gibt es irgendwelche Fragen, die aufgekommen sind oder die Sie schon vorher hatten, die Sie gerne stellen möchten? Dann, ich komme zu Ihnen. Also ihr erschließt die die Strukturen der Hierarchie mit Heuristiken. Funktioniert das gut? Also auf dieser Bildebene, ja. Tatsächlich ja. Also in dem Moment, wo wir eben feststellen, ich gehe mal ganz kurz zurück, wir stellen dann zum Beispiel am Anfang schon mal fest, ist das überhaupt, wie viele Spalten hat das Dokument? Wenn wir wissen, das ist mehrspaltig, dann wissen wir schon, okay, handelt sich wahrscheinlich um eine bestimmte Art von Dokument und wir kennen dann vielleicht auch wieder, da zeigt sich eben die Expertise von KuratorInnen, die mit diesen Dokumenten natürlich seit schon lange vor der Digitalisierung umgehen. Die haben bestimmte Eigenschaften, die können wir in diese Regeln gießen sozusagen und dann sagen, okay, wir wissen, der Kopf sieht immer normalerweise so aus und dann ist irgendwie rechts meistens irgendwie das Datum zum Beispiel bei einer Zeitung und so haben wir bestimmte Regeln sozusagen, die uns dann ermöglichen, diese Vorhersage des Machine Learning Modells nochmal zu optimieren und die dann vor allem eben zum Einsatz kommen bei dieser Bestimmung der Lesereihenfolge, weil wir sagen, okay, wir wissen ganz klar, wenn hier irgendwie eine Überschrift detektiert wurde und hier ein Selektor, dann an der Stelle wieder eine neue Überschrift, dann handelt es sich hier um einen anderen Artikel. Wir dürfen auf gar keinen Fall sozusagen den Text hiervon mit dem hier vermischen. Und das passiert rein regelbestimmt. Ja. Cool, danke. Andere Fragen? Dann frage ich dich, ist etwas angekommen bei dir? Ja, gleich ganz mehrere Fragen. Insgesamt vier. Ich fange einfach oben an. Lino Wehrheim aus Regensburg fragt, gibt es einen Performance-Unterschied bei Texten aus sehr spezifischen Domänen mit eigener Terminologie, besonders bei der Named Entity Recognition? Gute Frage, Lino, guter Bekannter auch.
Ich kann hier nur ein bisschen mutmaßen. Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Also ich weiß, dass zum Beispiel in einem Projekt KollegInnen für den Bereich Rechtswissenschaften zum Beispiel mit Named Entity Recognition Modellen arbeiten, die speziell für diese juristischen Texte entwickelt wurden, die natürlich auch einen sehr hohen Grad an Formalisierung der Sprache haben. Also wer mal so ein Gerichtsurteil oder so einen Kommentar gelesen hat, das ist eine ganz eigene Sprache. Und die lässt sich zum Teil sogar auch noch besser formalisieren und sogar mit regelbasierten Verfahren sozusagen dann analysieren und verarbeiten. Wir machen es tatsächlich momentan auf so einer globalen Ebene, dass wir da keine Unterscheidung durchführen, auch weil es wahrscheinlich einfach für uns zu komplex wäre, dann die verschiedenen Systeme zu managen. Aber ich glaube, dass Lino da durchaus einen Punkt hat. Also wenn man spezifisch eine bestimmte Disziplin hat, glaube ich, kann man da wahrscheinlich, wenn man dafür optimiert, nochmal eine Qualität steigern. Ja, vielleicht gleich zwei Fragen zusammengefasst, die in eine ähnliche Richtung gehen. Von Jesko Reiling aus der Zentralbibliothek. Er interessiert sich für das Named Entity Linking und will wissen, ob das noch in der Testphase ist oder ob schon ausgewählte Bestände prozessiert wurden. Und Olaf Brandt aus Tübingen fragt, ob ihr schon Detektron 2 für die Layout-Analyse ausprobiert habt, weil auch Transkribus nun darauf aufbauen will und das interessant wäre. Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die, glaube ich, ein bisschen kürzer ist zu beantworten. Detektron 2, ja, haben wir ausprobiert. Es ist im Prinzip auch hier so, dass es, sag ich mal, es kommt ja von Facebook, ein ähnlich gutes Verfahren ist wie das Convolutional Neural Network, was wir einsetzen, ResNet Unit, was übrigens auch bei Transkribus verwendet wird. Letztendlich hängt es dann davon ab, eben wie gut sind die Trainingsdaten, mit denen diese Architektur befeuert wird oder trainiert wird. Es gibt auch verschiedene Open-Source-Projekte, zum Beispiel Layout-Parser, in denen diese beiden Verfahren sozusagen zur Verfügung stehen. Und dann, ja, denke ich, wie gesagt, letztendlich sind die auf der methodischen Ebene relativ vergleichbar. Und es kommt dann vor allem eben darauf an, wie umfangreich, wie divers sind die Trainingsdaten, mit denen jeweils die Methode trainiert wurde, um ein Modell zu erzeugen. Wir haben jetzt eben einfach bei uns dieses ResNet Unit gewählt. Vermutlich würde man mit einem Detektron 2 ähnliche Ergebnisse hinkriegen für dieses Modell, wenn man es mit den gleichen Daten trainiert. Und die Frage von Jesko, ja, wir haben tatsächlich unsere gesamten Volltexte mit der Named Entity Recognition und dem Entity Linking verarbeitet. Das war relativ aufwendig, weil, wie gesagt, wir machen da diesen Kontextvergleich mit den Wikipedias und generieren da zum Teil bis zu 400 KandidatInnen, die dann alle überprüft werden müssen. Das heißt, auch da kommt wieder mal noch ein Machine Learning Modell zum Einsatz, was dann sozusagen die Kandidatin durchgeht und für jeden Kandidatin sagt, so ist, könnte das der sein, könnte der das nicht sein. Und sehr rechenintensiv, hat bei uns, glaube ich, auf einer relativ starken, kräftigen GPU-Hardware mehrere Wochen gedauert. Woran wir jetzt dran sind, das Ganze in die Präsentation zu bringen. Das heißt, aktuell haben wir die Daten zwar vorliegen, die sind auch in den Volltexten sozusagen hinterlegt, werden aber noch nicht in die Indizierung einbezogen. Das ist das, was wir in dem neuen Projekt eben mitmachen wollen für die Discovery. Und sie werden auch noch nicht in der digitalen Präsentation mit angezeigt. Also zumindest nicht in der, die wir so auf unserer Website haben. Es gibt eine Beta. Wenn man seinen Weg dahin findet, dann kann man das da tatsächlich ausprobieren, wenn es nicht gerade down ist. Aber es gibt da sozusagen noch ein bisschen Überlegungen, weil während die Named Entity Recognition relativ gut funktioniert, da sind wir ungefähr jetzt mittlerweile im Bereich bei historischen Texten 87-88% F1-Score. Bei den modernen Texten liegt das ungefähr bei knapp über 90, also da ist man schon relativ gut. Beim Named Entity Linking war erst kürzlich auch hier von KollegInnen aus der Schweiz von der EPFL organisiert eine Competition, wo die Verfahren, die sozusagen gerade erforscht werden, dafür verglichen wurden. Und da landet man so bei 55-60% der erkannten Entitäten, die dann verlinkt werden. Das Ganze hat aber natürlich auch den Grund, dass zum Teil in den Wissensdatenbanken, also GND oder Wikidata, gar nicht für alle der vorkommenden Entitäten entsprechende Einträge vorhanden sind, zu denen man verlinken könnte.
Also muss man mit ein bisschen take it with a grain of salt sozusagen. Und da ist sozusagen dann die Frage, okay, möchte man das den UserInnen anbieten, dass man sagt, wir haben jetzt hier 50% der Entitäten sind verlinkt, die anderen sind halt einfach, die gibt es noch gar nicht in irgendeiner Datenbank oder die sind halt auch fehlerhaft. Das ist so eine Entscheidung letztendlich dann strategisch, ob man das machen möchte. Ich dränge darauf, weil ich glaube auch, 50%, also das Glas ist eher halb voll als halb leer, aber das gibt es solche und solche Ansichten. Super, ganz herzlichen Dank. Es gibt jetzt eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, eher auf die organisatorische Perspektive. Würden Sie bitte etwas genauer beschreiben, wie diese Bindegliedfunktion der bibliothekarischen Kräfte im MMK-Projekt dann aussehen wird? Ja, sehr gerne. Also wir haben in dem Projektteam, in dem Curator-Team, wie gesagt, hatten wir drei wirklich Machine Learning-Expertinnen. Die haben auch alle gar keinen bibliothekarischen Hintergrund. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, sag's auch immer gerne, der eine war in der Erdbebenvorhersage, einer war Medienkünstler und einer hat Stahlträger qualitätsgesichert mit neuronalen Netzen. Und da war sozusagen dieser Kontext bibliothekarisch, Daten, Digitalisierung noch komplett neu. Und dann haben wir andererseits natürlich da die Kolleginnen in der Bibliothek, die ihre Probleme haben aus dem täglichen Arbeitsalltag, die aber auch sozusagen ihre spezifisches bibliothekarisches Wissen haben. Und ich selbst dann als Projektleiter, ich habe sozusagen nur das, habe mehrere Projekte noch dann in meinem Portfolio, kann da sozusagen auch einfach vom Zeitmanagement her nicht immer dieses Bindeglied selbst sein. Und abgesehen davon habe ich auch gar keine bibliothekarische Grundausbildung. Und trotzdem war es uns wichtig sozusagen, dass nicht die Entwickler sozusagen dann mit 10, 15 Personen aus der Bibliothek parallel Gespräche führen müssen, sondern dass da sozusagen eine Person da ist, einmal eben für diesen Bereich der Erschließung, die sozusagen die Informationen, die Anforderungen, die Ideen und Wünsche und auch vielleicht die Kritik und Anregungen von den Kolleginnen, die erschließen, aufnimmt, systematisiert, auch wirklich im Sinne von einem agilen Projektmanagement, als User Stories, als Use Cases aufbereitet und in der Form dann eben an die EntwicklerInnen, an die Machine Learning Engineers weitergibt. Und ja, bei der Bildverarbeitung und Bildsuche ist es im Prinzip ganz analog. Und da ist es uns, wie gesagt, auch wichtig, eben sozusagen einerseits natürlich diese Kommunikation zu bündeln, aber da auch wirklich sicherzustellen, dass es einen regelmäßigen Austausch gibt und wir sozusagen auch das Know-how und die Expertise der Kolleginnen dann aus dem bibliothekarischen Bereich wirklich ja, optimal so aufbereiten, dass es die Engineers dann auch in den Systemen womöglich nutzbar machen können. Haben sich jetzt doch Fragen aufgetan in der Zwischenzeit? Dann hätte ich noch eine ganz kleine, weil ich gerade dabei bin, auch so einen alten OCR, also einen alten Text intellektuell zu prüfen, was da alles für Fehler drin sind. Gibt es so eine Formel, eben dieser Gesamtaufwand der intellektuellen Prüfung danach, gibt es so etwas wie eine Formel, also so eine Datenmenge braucht so und so viele Stunden Prüfung danach und ja, es ist natürlich eine sehr offene Frage. Ich sag mal so, ich bin wirklich nach der langen Zeit, die ich da schon speziell in diesem Bereich der OCR-Texterkennung arbeite, nach wie vor ein Fechter davor, dass man eine wirkliche Qualitätsprüfung eben nur mit dieser Ground Truth hinbekommt, also mit der Transkription der Seite. Es gibt andere Verfahren, die das zum Teil mit Stichproben versuchen zu reduzieren. Aber dann hat man eben sehr schnell wieder dieses Problem, wenn ich jetzt hier irgendwie mir ein paar Wörter rauspicke und hier, dann sind die vielleicht korrekt, aber sind vielleicht in der falschen Reihenfolge. Und dann, also es muss sehr Use-Case-abhängig, glaube ich, geprüft werden. Es sollte aus meiner Sicht mit Ground Truth eben geprüft werden. Das ist sehr aufwendig, diese Transkriptionen dann zu erstellen. Deshalb sollte man die auch teilen mit anderen, öffentlich zugänglich. Und es ist, sage ich mal so, statistisch, glaube ich, ich erinnere mich in einem Projekt, für einen Korpus von über 1 Million Seiten sind 500 Seiten schon repräsentativ. Also wenn die sozusagen ohne Bias ausgewählt wurden. Man kann das Ganze nochmal reduzieren vom Aufwand, wenn man sozusagen wirklich gezielt auswählt und sozusagen guckt, was sind die Charakteristika,
um was für einen Korpus von Dokumenten geht's? Wie vielfältig ist dieser Korpus? Was können da für Probleme auftreten für die Texterkennung? Und dann jeweils eine Handvoll von Dokumenten daraus auswählt, dann wirklich gut auswählt, viel Zeit sich dafür nimmt und Mühe da reinsteckt und dann die eben entsprechend transkribiert, dann kommt man, denke ich, schon eigentlich zu sehr, sehr verlässlichen Ergebnissen. Das große Problem ist aber, wie gesagt, immer noch dieser Bereich des Layouts. Da gibt es verschiedene Methoden, die das versuchen zu erfassen, aber noch keine, die sozusagen da der Weisheit letzter Schluss ist. Ich hoffe, das geht so ein bisschen auf die Frage ein. Wunderbar, danke. Dann werde ich dir den Text schicken. Spare ich Zeit. Ja gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann möchten wir euch die Person vor Ort... Ah, gibt's noch? Ja, Entschuldigung. Also fürs Named Entity Linking habt ihr die DNB und Wikidata gebraucht oder noch mehr? Wir haben tatsächlich nur Wikidata genommen am Ende, weil aus zwei Gründen. Einerseits haben wir festgestellt, oder beziehungsweise KollegInnen an der Humboldt-Universität, die das evaluiert haben, haben festgestellt, dass für die Dokumente, die wir verarbeiten, tatsächlich, glaubt man erst nicht, aber die Abdeckung in Wikidata bereits größer ist an Entitäten, die darin vorkommen, als in der gemeinsamen Normdatei. Die gemeinsame Normdatei hat ja sozusagen bislang, jetzt ist sie gerade dabei, den Prozess zu öffnen, eigentlich nur dann eine Entität verzeichnet, wenn über diese Person oder von dieser Person in irgendeiner deutschen Bibliothek was im Katalog ist. Und dadurch natürlich eine größere Einschränkung. Und ich glaube, es war nicht viel, aber es war doch so 57% versus knapp 70% im Vergleich, die Wikidata dann schafft an Abdeckung. Das andere ist eben, dass wir bei der GND sozusagen nur die Metadaten haben, um daraus Machine Learning Modelle zu trainieren. Wenn wir bei Wikidata im Prinzip dann immer eine Wikipedia dahinter haben, wo ein kompletter Artikel in natürlicher Sprache ist und aus dem sehr viel besser diese Machine Learning Modelle dann eben lernen können, aufgrund des Kontexts eben zu vergleichen, dann auch mit der Fundstelle, ist es hier wirklich die gesuchte Entität. Und ihr gebt dann genau eine Entität zurück oder eine Top K? Also wir geben, das System selbst gibt die Top 400 KandidatInnen zurück und natürlich mit einer Konfidenz sozusagen und aktuell genauer angucken, tun wir uns halt die Top 4 dann oder die wir dann auch überlegen sozusagen anzubieten. Von der intellektuellen Überprüfung auf Stichproben ist es aber eigentlich fast, also bisher fast in 100% der Fälle auch so, dass der Top-Kandidat oder Kandidatin sozusagen dann auch der Richtige ist. Ich meine mehr dann, also Sie haben gesagt, das ist noch nicht online, aber wenn Sie es dann einbauen in die Webseite, gibt es dann Kandidaten oder nur einen? Oder? Genau, also da überlegen wir sozusagen, dass wir eventuell die Top 4 berücksichtigen, aber vielleicht auch nur die Top-KandidatInnen jeweils dann in die Indexierung und Suche mit aufnehmen. Aber dass man zumindest sozusagen in der Anzeige noch zeigt, okay, es könnte auch sein, mit geringerer Wahrscheinlichkeit dieser oder dieser, aber nicht alle 400. Ja. Und Entschuldigung, wenn ich noch ergänzen darf und was ganz wichtig ist, wir wollen eben auch, darüber denken wir auch nach, mit Kollegen aus der FH Potsdam, die sich um Datenvisualisierung vor allem kümmern, wie wir im Interface auch relativ schnell intuitiv klar machen können, ist das sozusagen sehr sicher, nicht ganz so sicher oder sehr unsicher, dass man das zumindest intuitiv sofort visuell feststellen kann. Ja, wunderbar. Dann haben wir sicher alle ein kleines Hüngerchen und ich möchte die vor Ort anwesenden Personen gerne noch zu einem kleinen Apéro hier draußen im Foyer einladen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Danke. Und einen schönen Abend.